So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 29. Oktober 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir hier einen Blick auf die Märkte uns gönnen. Ich möchte mich an der Stelle ganz kurz entschuldigen. Heute ein bisschen mit Verzögerung, dass wir das Morning Meeting hier im Livestream starten. Die, die Aufzeichnung anschauen, die betrifft das natürlich nicht. Ja, wir wollen einen Blick natürlich werfen auf die gestern veröffentlichten Zahlen von Amazon, von Apple. Wir wollen einen Blick werfen auf den DAX, der ist Richtung 15.6 gelaufen, sogar unter dieses Niveau jetzt gebrochen. Vielleicht hat das auch ganz besonders sogar eventuell damit zu tun, dass eben die beiden Big Tech-Giganten Apple und Amazon jetzt haben erstaunlicherweise nicht überzeugen können. Amazon, ehrlich gesprochen, bei genauerer Betrachtung ein echt schlechter Datensatz zum Quartalsbericht. Und dieser Einbruch hier, außer mit Ausnahme eben des Cloud Services, AWS, AWS, das kennt der eine oder andere vielleicht, da wäre es sogar so gewesen, dass hier dieser Quartalsbericht sogar einen Verlust ausgewiesen hätte. Also ganz, ganz schlimme Zahlen, ehrlich gesprochen, also schlimm in Anführungsstrichen, aber zumindest mal die zeigen, dass sich auch hier jetzt mehr und mehr bemerkbar macht, eventuell, dass eben die wirtschaftlich prosperierende Ausblick doch nicht so darstellt, wie er seitens vieler Politiker bzw. Notenbanker suggeriert wird, und dass sich eben hier auch diese potenziell rezessive, quasi vielleicht sogar depressive Phase post-Corona und der Lockdowns eben bemerkbar macht. Da werfen wir einen Blick drauf. Ich will jetzt gerade vorweg sagen, bevor ich gleich ganz offiziell mit dem Risikohinweis an, aber eventuell werde ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ja, unterdurchschnittlich in Anführungsstrichen performen. Das hat damit zu tun, ich habe heute Morgen ein Gespräch gehabt. Also ich war beim Arzt, das hat der eine oder andere vielleicht gestern mitbekommen. Ich hatte das, glaube ich, angesagt gehabt. Auf jeden Fall, also ist alles in bester Ordnung, aber nichtsdestotrotz, wir haben ein Gespräch geführt, welches mich sehr stark zum Nachdenken gebracht hat, in vielerlei Hinsicht. Und das sorgt gerade so ein bisschen dafür, dass ich einen leichten Schatten in Anführungsstrichen, also das hört sich dramatisch an, als es ist, aber es sorgt einfach dafür, dass meine Daily Routine einfach unterbrochen ist, weil ich einfach gedanklich wo ganz anders bin. Das kommt nicht oft vor, weil ich in der Lage bin, eigentlich normalerweise mich sehr, sehr stark zu konzentrieren bzw. fokussieren auf den jeweiligen Bereich. Das kann sich aber vielleicht an einer oder anderen Stelle bemerkbar machen. Deswegen sehe ich mir damit das eventuell, sofern es dann eine Rolle spielen sollte, jetzt in den folgenden Minuten, sehe ich mir das bitte nach. Wie gesagt, das hat damit zu tun, dass ich so ein bisschen hin und her schwanke gedanklich. Ich werde da vielleicht noch zwei, drei Sachen zu sagen. Bevor wir allerdings anfangen, ganz offiziell zunächst einmal der Blick auf den Risikohinweis. Also, Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehend schnell Geld zu verlieren. Daher kann es sein, dass dieser Handel sich nicht für jeden Anleger eignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil macht man sich zunächst mit diesem vertraut, entscheidet dann, ob der Handel sich mit diesen Produkten nach eingehender Beschäftigung für denjenigen welchen handelt, und dann beginne man kostenfrei und risikofrei, besonders mit einem Demokonto, runterladbar auf markets.com/de. Dort findet man auch den Risikohinweis für alle weiteren Informationen. Darüber hinausgeht natürlich auch Informationen zur weiteren Produktpalette, die über Devisen-CFDs hinausgeht, physische Aktien beispielsweise oder ETFs, klassisches sogenanntes Multi-Asset-Brokerage. Weitere Fragen gerne an die Elena, auch gerne E-Mail an mich, wenn es Fragen gibt hinsichtlich zu betrachtender Märkte bzw. Setups, die man vielleicht ausgemacht hat und Einschätzung wünscht. Diesbezüglich gerne auch die Möglichkeit unterhalb dieses Videos nutzen, hier entsprechende Fragen zu stellen. Gerne mich via Twitter kontaktieren, @jensklattfx. Dort bin ich anzutreffen, beziehungsweise auch gerne auf meine Webseite gehen, jk-trading.com/forum. Da haben wir eine Trading-Chatbox, Discord-Community. Gibt es ganz besonders mit Blick auf die US-Märkte, versuche ich die immer zu bespielen mit meinen jeweiligen Gameplans für die Aktien des Tages. Also es gibt auf jeden Fall diverse Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten. Hier haben wir jetzt einmal die MarketsX-Handelsplattform und hier einmal den Blick auf den DAX. So. Wie gesagt, ich wollte diese Gedanken ganz kurz mal aufgreifen, hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen, die da eben auch stattfinden, auch gesellschaftlich. Ich will mir das mal, ich versuche es jetzt einfach mal an der Stelle. Ich versuche jetzt verschiedene Techniken, also irgendwie mal ein bisschen loszuwerden. Ich könnte mir vorstellen, es wird auch einige andere, wird das vielleicht betreffen. Ich will gar nicht zu sehr in die Details gehen, aber einfach auch mal in diesem Hinblick vielleicht eine Möglichkeit nutzen, ja, ausgehend von Wissen, dass vielleicht auch das Morning Meeting relativ reichweitenstark eben tatsächlich ist, an der einen oder anderen Stelle. Und vielleicht treffe ich, wenn es nur einer ist, der sich vielleicht aktuell hin und her gerissen fühlt und sich gleich fühlt wie ich, ohne dass wir miteinander geredet haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht den einen oder anderen betrifft, also zumindest aus dem, von dem, was wir auch gesellschaftlich für Entwicklungen sehen. Vielleicht helfe ich da in irgendeiner Form jetzt erstmal an erster Stelle mir selber erstmal die Gedanken so ein bisschen von der Seele zu sprechen, beziehungsweise vielleicht dem einen oder anderen da dann nochmal, vielleicht auch mit seinem Arzt ins Gespräch zu gehen, in irgendeiner Form, Ärztin, wie auch immer geartet. Also,
Ich habe heute Morgen einen Arzttermin gehabt. Wie gesagt, alles in bester Ordnung. Es war so eine Routine-Geschichte, die da stattgefunden hat. Und man kann sich natürlich denken, es geht natürlich irgendwie um Corona in irgendeiner Hinsicht. Und ich will auch ganz ehrlich gestehen, dass diese aktuelle Emotionalisierung der Debatte mit einer der Gründe war, weswegen ich vor einiger Zeit angefangen habe, meinen Newsfeed dramatisch auszudünnen. Also das heißt, etwas anders formuliert, ich kriege mittlerweile nichts mehr mit fast. Also der Fernseher, der wird bei mir ganz peripher mal irgendwann vielleicht angeschaltet und dann das erste, was ich mache, ist sofort irgendwie auf Amazon Prime zu switchen und dort die Kinderstunde für meine Jungs anzumachen, weil ich einfach schon alleine das, also und wenn es nur Rosamunde Pilcher ist, die irgendwie auf ZDF da reinläuft oder irgendwie die Tagesthemen erst recht in irgendeiner Form öffentlich-rechtliche Medien, das ist nicht mehr zu ertragen. Also ich schaffe auch die, ich kriege die Gesichter nicht mehr hin, die mir da dann entgegen grinsen und mir dann irgendetwas von irgendwelchen neuen Inzidenzen oder gleich gesellschaftlichen Entwicklungen oder sonst dergleichen erzählen. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Also für mich, ohne mich aufzuregen und aus meinem Flow geholt zu werden. Und demnach, ich habe den Konsum diesbezüglich massiv reduziert, aber ich fühle mich trotzdem. Also weil man ist natürlich auch, man steht in Verbindung mit anderen, mit Freunden, mit Bekannten, man trifft Leute, auch beim Sport beispielsweise. Die dann im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen natürlich Diskussionen auf den Weg bringen, beziehungsweise wie sich das in ihrer Familie darstellt, wie sich das gerade bei ihnen darstellt, gesundheitliche Entwicklung und dergleichen. Also all das, das bewegt uns halt, das bewegt mich natürlich auch und natürlich ist das alles Corona-bedingt und hauptsächlich jetzt auch gerade mit jetzt anlaufenden Grippesaison, so nenne ich sie jetzt mal, natürlich, dann ist das Thema Impfung, das steht ganz über allem. Und ja, in diesem Zusammenhang, wie gesagt, dann kommt das halt zum Thema, es wird zum Thema gemacht und ich habe da auch diesbezüglich eine Haltung zu. Ja, also unabhängig davon, also in Bezug auf jetzt, ob man geimpft ist oder ob man nicht geimpft ist. Ich persönlich muss sagen, die Emotionalisierung, die irritiert mich zutiefst. Also besonders mich als Trader. Nicht, dass ich nicht wüsste, dass wir als Trader natürlich auch Emotionen unterliegen, aber die darüber hinausgehenden Entwicklungen, die zeigen doch eine Richtung auf, wo man sagt, also hier wird offensichtlich Gesundheit massiv politisiert. Also nicht, dass das jetzt überraschend wäre, aber mittlerweile nimmt das Auswüchse an, die mich wirklich verunsichern. Also, wo ich mir auch sage, dass das nimmt hier gerade Momentum in eine Richtung auf, das finde ich zutiefst verstörend, ehrlich gesagt. Und es macht auch die Entscheidung nicht leichter, welche gesundheitlichen Geschichten man das jetzt für sich auf den Weg bringt, logischerweise. Also, das ist ganz im Gegenteil. Was es mit Sicherheit unterstreicht, bei solider Betrachtung, mit einem Schritt zurück ist, mit Sicherheit, dass die Politik, dass das böse Menschen sind. Ja? Also alle Politiker rund um den Globus, nicht, dass wir es nicht geahnt hätten, aber also ich bin jetzt mittlerweile an einem relativ einfachen, vereinfachenden Punkt angekommen, dass ich allen Politikern per se unterstelle, böse Absichten zu verfolgen. Und das muss ich, da werde ich auch nicht mit zurückhalten. Wenn es nicht böse ist, dann ist es gierig. Wenn es nicht gierig ist, dann ist es machtgeil. Und wenn es nicht machtgeil ist, nicht gierig und nicht böswillig, dann ist es mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle schon pure Dummheit, die dort von dem einen oder anderen, besonders von den Mitläufern, die beispielsweise dann entsprechende Entscheidungen hierzulande in Deutschland seien es die beispielsweise die Verlängerung dieser epidemischen Notlage, die jetzt ja vor Monaten schon, jetzt soll sie auslaufen, es ändert sich eigentlich aber gar nichts. Also jetzt mal unabhängig davon, also ich unterstelle diesen Menschen einfach nicht unser aller Wohl im Sinn zu haben. Und das beunruhigt mich natürlich zutiefst, weil ich das dann natürlich auch dann kombiniere. Jetzt sehe ich mich als gesunden Menschen an dieser Stelle und da stellt sich natürlich die Frage, ob dann die entsprechenden medizinischen Eingriffe bei ihm vollzogen werden sollen oder nicht, besonders wenn sie derart politisiert werden, wie sie politisiert werden und wenn sie im Grunde genommen korrespondieren mit entsprechenden Zugängen zum gesellschaftlichen Leben, die noch vor 2 Jahren das Normalste von der Welt waren, Stichwort Grundrechte. Ja, und also an dieser Stelle bist du also hin und her gerissen und hast natürlich eine Aversion, die sich infolgedessen etabliert, beziehungsweise setzt sich kritisch damit auseinander. Also nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Ja. Also das ist nämlich genau der Punkt bei der Sache. Man wirft diesen Menschen, die das skeptisch hinterfragen, ja sehr gerne, und das wird ja auch von der Politik entsprechend forciert und durch die Medien natürlich auch um ein Vielfaches potenziert, wirft man dann vor, zum Beispiel dieses Virus, den Coronavirus, nicht für voll zu nehmen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich war der Erste zum Beispiel, also jetzt mal bezogen nur auf meine Situation. Meine Mutter arbeitet im Krankenhaus. Ich habe ihr damals, als das losging, und mit der Sorge und auch diesen natürlich darüber hinausgehenden
Möglichkeiten, die solch eine Pandemie dann in sich trägt, mit denen man sich ja auch beschäftigt, Eventualitäten. Ich war der Erste, der meine Mutter angerufen habe und gesagt: Pass auf, bleib zu Hause, bitte, tu mir den Gefallen oder tu uns den Gefallen, zum Falle meines Bruders und mir zum Beispiel. Und sagt, wenn finanzielle Konsequenzen sind, ruf an, sag die Zahl, ich überweise dir, überhaupt keine Frage, aber bitte bleib zu Hause, wir wissen nicht, was das ist. Also für jemanden, der das nicht für voll nimmt, glaube ich, ist das überraschende Reaktion, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen fühle ich mich da auch immer fast schon ins Gesicht geschlagen, ehrlich gesagt, wenn ich mir dann solch eine Frechheit fast anhören muss, was auch dazu führt, dass ich mich immer wieder zurücknehme und mich in gesellschaftlichen oder auch familiären Diskussionen deutlich zurücknehme. Ja, mir stattdessen lieber ein Glas Bier gönne oder auch zwei oder auch drei oder auch vier. Ja, und dann möglichst schnell irgendwie in so einem Zustand zu geraten, wo das irgendwie nur noch weggelächelt wird. Auf jeden Fall ist es dann jetzt aber so, dass man dennoch also diese Ernsthaftigkeit hat und dann, ja, dann kommst du halt zu Überlegungen und diese Überlegungen, die führen dich dann dazu, eben Gespräche zu suchen. Ich kann das jetzt ausführen und dergleichen, aber ich will es eigentlich lange Rede, kurzer Sinn halten und das ist das, was mich so bewegt. Du fährst dich relativ schnell fest. Also du siehst vor allem diese Boshaftigkeit der Politik und beschäftigst dich jeden Tag zwangsläufig damit, mit den Märkten, realisierst aber, du verlierst den Blick für das große Ganze. Du erkennst nicht, dass das eventuell ein Trade ist, in Anführungsstrichen. Also das hört sich jetzt zwar plump an und das ist auch sicherlich sehr stark vereinfacht, weil man sehr vorsichtig sein sollte, wenn es um Gesundheit geht, da hört der Spaß auf. Also da reden wir nicht mehr von monetären Aspekten. Aber wenn man das mal etwas distanzierter betrachtet, dann fällt dir einfach auf, dass das im übertragenen Sinne ein Trade ist und dass wir eine extrem große Sample Size haben mittlerweile, die wahrscheinlich selbst mit neuen, jetzt in dem Fall Impfstoffen beispielsweise, Totimpfstoffen, die zum Beispiel veröffentlicht, zugelassen werden, früher oder später, ja, die niemals erreicht wird. Und das in Verbindung mit dann auch Erfahrungen, die dein Arzt, bei dem du seit über 20 Jahren in Behandlung bist, wenn du das eben kombinierst, dann stellst du fest, dass du da einfach mal einen tiefen Atemzug nehmen solltest und eventuell nochmal das unabhängig von diesem ganzen Rauschen rechts und links betrachten solltest. Und wir als Trader, und da schließt sich jetzt der Kreis, wird der eine oder andere sagen, der redet sich jetzt hier, das ist ja interessant, aber jetzt fangen wir mal an mit Trading hier. Ich will das ganz kurz für uns als Trader, als aktiv an den Märkten Agierende einfangen. Wir haben dort einen extremen Vorteil gegenüber unseren, ich sage mal, gesellschaftlichen Mitstreitern, weil wir können aus dieser Perspektive ausgehend von solchen statistischen Herangehensweisen und auch von diesem von außen einwirkenden Noise, weil wir mit diesen Situationen tagtäglich konfrontiert sind, besser umgehen, behaupte ich jedenfalls. Und ich habe heute früh eben festgestellt, nach diesem Gespräch, dass ich ehrlich gesagt, glaube ich, diesen Fokus so ein bisschen verloren habe. Und wenn du das bei dir feststellst, in irgendeiner Form, dann such dir, und ich muss an der Stelle sagen, ich bin natürlich jetzt gesegnet. Ich habe natürlich den Vorteil, einen Arzt zu haben, bei dem ich nicht nur seit über 20 Jahren in Behandlung bin, der mich kennt wie kein Zweiter. So genau kennt mich wahrscheinlich noch nicht mal meine Frau. Ja, vielleicht Google. Google kennt mich vielleicht schon gut. Aber Fakt ist auf jeden Fall, der auch dann in der Lage ist, genau die richtigen Knöpfe zu drücken. Der auch ausgehend von meiner persönlichen Situation das natürlich mit einschätzt. Also das heißt, der auch meine berufliche Entwicklung zum Beispiel mit einbezieht. Ja, und der dann solche, wenn auch das im ersten Moment flapsig klingt, aber solche Sachen sagt, wie zum Beispiel, ich habe keine Aktien von dem und dem Unternehmen oder von dem und dem Unternehmen. Also ich habe hier keinerlei finanzielle Interessen an dieser Stelle, sondern ich berichte Ihnen das, was ich eben ausgehend von meiner Erfahrung hier habe. Ausgehend von auch zum Beispiel dann meiner Tochter, seiner Tochter an der Stelle, die mittlerweile auch eben Ärztin ist. Die ist ungefähr in meinem Alter und die eben auf einer Intensivstation eben als Ärztin agiert. Und Ihre Entscheidung ist Ihre Entscheidung, und wie Sie es sehen, aber denken Sie da nochmal drüber nach. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man da irgendwas irgendwie für sich an Zweifeln hat, die mehr als nachvollziehbar sind, setze man sich mit jemandem auseinander, dem man wirklich vertraut, der medizinisch bewandert ist, möglichst seinem Arzt, seinem Hausarzt, und evaluiere das dann entsprechend, was es da für Sinnhaftigkeit oder eben auch entsprechend nicht gibt. Das ist kein Aufruf zu irgendetwas, es ist nur so, das bewegt mich gerade. Also das ist etwas, das hat heute früh mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Eigentlich war das für mich hier so ein, ich setze mich heute in den Zug, na, dann die Schienen und go für den Freitag und dann ist wieder Wochenende. Und das bewegt mich aktuell, wie gesagt. Und das ist etwas, ich habe es jetzt versucht, mir so ein bisschen von der Seele zu reden. Vielleicht, hoffentlich habe ich jemanden erreicht an der Stelle, der sich das jetzt anschaut und dann sagt, ich fühle mich ganz genauso, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
Es ist mega schwer, da rechts und links alles abzuschalten. Und das ist auch bewusst so gehalten, dass wir von allen Seiten beschallt werden sollen. Ich habe das letztes Jahr bei einem Vortrag zum Thema kognitive Dissonanzen gesagt. Also kognitive Verzerrungen, Verlustaversion ist im Falle von uns als Tradern jeden Tag präsent. Gewinner laufen lassen, Verluste begrenzen, warum das so schwer fällt. Dass da besonders Emotionen getriggert werden sollen und auch, dass dieser Druck ausgeübt wird, der dich dann emotional werden lässt, der dich dazu im Grunde genommen zwingt, die klassischen menschlichen Herangehensweisen an eine Drucksituation, in der du angegriffen wirst, in Anführungsstrichen, eben entsprechend zu entscheiden. Erstarrst du jetzt? Flüchtest du oder setzt du zum Gegenangriff an? Dieses bewusste Herbeiführen dieser instinktiven Reaktion uns als Menschen und dieses Emotionalisieren, das wird ganz bewusst herbeigeführt, weil es sorgt nämlich dafür, dass du eine nicht mehr rationale Entscheidung treffen kannst, weil du dann nämlich von diesen kognitiven Verzerrungen potenziell betroffen bist. Das betrifft uns als Trader ganz besonders, weil wir damit jeden Tag konfrontiert sind. Nochmal, da geht es nur um Geld. Es geht nicht um unsere Gesundheit oder unsere Zukunft oder wie auch immer geartet. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was eben bewusst herbeigeführt wird, was du dir klar machen solltest, mal eine ruhige Minute drüber nachdenken, tief einatmen und sagen, okay, und jetzt nehmen wir mal die Fakten. Das nenne ich in meinem Buch zum Beispiel, nenne ich das Induzieren rationalen Denkens. Ich habe da wirklich den Fokus so ein bisschen verloren, weil du holst dann die entsprechenden Informationen und dergleichen, versuchst die zwar einzuordnen, aber es ist unglaublich schwer. Und das ist eben durchaus etwas, was, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, was mich eben so ein bisschen aus der Bahn gebracht hat und was jetzt da vielleicht führt, dass ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wirr anmute oder dergleichen oder irgendwie jetzt hier gleich den DAX als DAU bezeichne oder sonst dergleichen. Natürlich jetzt Spaß, aber. Also nur das als Vorbereitung, wo das herrühren könnte, weil es mich jetzt aktuell bewegt. Ich hoffe an der Stelle, Markets nimmt mir das nicht übel, dass ich da jetzt einmal zwei, drei Zeilen dazu gesagt habe, weil es eben auch durchaus etwas ist, was man ja erkennt, was auch in den nächsten Wochen wesentlich dramatischer noch werden wird. Davon bin ich fest überzeugt. Die Boshaftigkeit der Politik ist ungebrochen und die jetzt einmal gewonnene Macht. Die werden die nicht mehr kampflos hergeben und die werden alles in ihrer Macht Stehende tun, Gehorsam zu erzwingen. Und ich sage das bewusst so, ich meine das auch so. Da kann man sich dann draus machen, was man will. Ich glaube, das wird ein ziemlich hässliches Miteinander in der näheren Zukunft, also miteinander im Sinne von wir als die Guten gegen diese boshaften Menschen. Hoffen wir für uns alle das Beste, aber wie gesagt, für uns erstmal unabhängig von dieser bewusst herbeigeführten Emotionalisierung sollten wir eben versuchen, für uns die richtige Entscheidung zu treffen, im Einklang eben mit unserer Gesamtsituation und dergleichen. So, also, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir mal mit dem DAX an. Ich gucke mal ganz kurz einmal hier. Ich muss mal eben einmal hier die Seite übrigens updaten. Ich sehe gerade. Also ich komme auf jeden Fall an, so viel steht fest. Okay, sehr schön. Also es wird alles gestreamt, nur die Seite hat sich nicht geupdatet. Jetzt muss ich einmal hier in die Chatbox gucken. So. Ja, Euro-US-Dollar werfen natürlich einen Blick drauf. Scharfe Gegenbewegung infolge der EZB. Gestern Inflation, 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 das waren ja die Hauptwörter. Okay, ja, also Goldschenk schreibt schon, ihm spreche ich da im Gewissen aus der Seele. Nochmal, also für alle die sich das jetzt auch auf externen Kanälen oder dergleichen anschauen, bitte verzeiht mir an der Stelle einfach meine etwas Auswüchse oder dergleichen oder dass ich jetzt das als mentalen Stabilisator eben verwende. Ich merke aber schon, ein bisschen entspannter scheine ich schon jetzt zu sein. Also der Fokus kommt langsam wieder entsprechend zurück. Zum Glück haben wir jetzt erstmal Wochenende, können wir nochmal zwei, drei Tage ein bisschen durchatmen. So, jetzt blicken wir mal ganz kurz auf den DAX, was der uns geliefert hat. Also, wir haben, jetzt gucke ich mal ganz kurz, es war Dienstag, dieses Squeeze gesehen Richtung 15,8 und seitdem konsolidieren wir hier seitwärts, driften abwärts. Und gestern ist dann etwas auf den Weg gebracht worden, nämlich dieser Bruch aus diesem Aufwärtstrendkanal, der sich nicht unbedingt abgezeichnet hat, aber zumindest eine Option darstellte im Hinblick auf die EZB-Leitzinsentscheidung, die da gestern eben stattgefunden hat. Wir sind jetzt aus dem rausgebrochen und wir haben auch diese 15.600er-Region angelaufen, mit der wir aktuell am Kämpfen sind. Also was wir hier erkennen können, ist, dass es uns nicht gelingt, die zu halten. Das ist eine potenzielle Inflection. Bis jetzt ist noch nichts passiert, weil wir bis dahin jedenfalls noch keine neuen Intraday-Tiefs markiert haben. Wir sind hier zur Eröffnung, heute früh um 9 zur Kassa-Eröffnung sind wir kurz nach unten rausgeflasht, nur um dann
recht scharfe Gegenbewegung zu sehen, die uns fast Richtung 15-7 zurückgeführt hat. Also das sieht zwar klein aus, aber das ist in der Tat, ist das eine wirklich imposante Gegenbewegung. Wir sind hier bei 15,45 ungefähr am Tief gehandelt worden und sind dann um 9:30 Uhr, eine halbe Stunde später hier bei 15,680, 96, also um 700 gehandelt worden. Das sind 170 Punkte Gegenbewegung, die wir uns jetzt wieder abverkauft haben und unter die 15,6 gedroppt sind. Das ist dieser Schlüsselbereich auf der Unterseite, also diese grün gestrichelt farbene Linie. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, gelingt das erstmal diese Tiefs zu halten? Gelingt das dann auch langsam die 15,6 zurückzuerobern? Und wenn darüber hinausgehend dann die Rückeroberung hier aus dem EMA 50 auf 5-Minuten-Basis sich herauskristallisiert, dann könnte es dann ein Indiz sein, dass wir zunächst einmal gegen diesen Bereich um 15,6 nochmal aufdrehen und in der kommenden Woche in Richtung uns der 15,8 aufmachen. Also Schlüssellevel ist in dem Zusammenhang 15,6. Ich möchte sehen, dass wir einen Tagesschluss oberhalb zu sehen bekommen. Mal schauen, ob das gelingt. Aktuell ist es auf jeden Fall so, durch eben diese gewählte Rhetorik seitens der EZB, die, naja, also ich muss an der Stelle ganz ehrlich gestehen, ich habe mir jetzt nicht en Detail angeschaut, was Frau Lagarde dort kommuniziert hat. Das, was eben geblieben ist, das wird man in der Headline der DAX-Analyse für gestern gesehen haben, Inflation, 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 das hat sie auf Rückfrage, was denn das Gesprächsthema war, gesagt. Und das ist auf jeden Fall etwas, was die EZB auch bewegt. Nicht, dass sie darüber die Kontrolle hätte, nicht, dass nicht abzusehen war, dass das alles nicht transitory ist. Also da sieht man dann auch diese unverblümte Willingness, einfach den Marktteilnehmern querstrich uns als Gesellschaft ins Gesicht zu lügen. Die Energiekrise, die sich abzeichnet und dergleichen. Also man tut gut daran, wer nennt sich vielleicht einer daran. Ich habe das damals gesagt und wurde so ein bisschen belächelt, aber ich habe mal ganz flopsig, plump gesagt, jetzt sind wir alle auf uns selbst gestellt und müssen gucken, wie wir irgendwie klarkommen. Und das kristallisiert sich mehr und mehr heraus. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie die große Apokalypse an die Wand malen, aber so eine Propanflasche zu Hause zu haben oder zu gucken, dass man irgendwie im Winter dann zum Weihnachten vielleicht ein bisschen warm hat, wenn plötzlich der Strom ausfällt, ist nicht die schlechteste Idee. Also das hört sich zwar plump an und irgendwie absurd, aber vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade für Entwicklung auch im Energiebereich sehen und dergleichen und auch diese ja, auch die Krisenpolitik zum Beispiel dann der Bundesregierung jetzt im Hinblick auf das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen. Also ich habe innerhalb meiner Familie direkt betroffene Menschen, die haben, da stand der gesamte, die gesamte Terrasse stand unter Wasser. Und wenn ich sage unter Wasser, heißt das hüfthoch. Also das heißt, das war nicht nur einfach in den Medien mal ein so ein kleines Gebiet, sondern das war wirklich eine Riesenregion, die betroffen war, wo man ja auch heute sieht, also es wird in den Medien gar nicht mehr zum Thema gemacht, aus welchen Gründen auch immer, aber dass die Menschen da bis heute auf entsprechende Unterstützung warten und dergleichen. Also glaubt nicht, dass euch irgendjemand zu Hilfe kommt, wenn hier plötzlich die Lampen ausgehen. Nochmal, sehr plump gesprochen, aber das ist durchaus etwas, das sollte man im Hinterkopf haben. Ich schweife wieder ab. Vorsicht, Vorsicht, muss ein bisschen aufpassen. Also, wie gesagt, Frau Lagarde, Inflation und dergleichen. Also dieser Druck, der sich da kontinuierlich weiter aufbaut, und der natürlich dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass da früher oder später mal eine Zinsanhebung oder zumindest eine Reduktion der Anleiheaufkäufe eben seitens der EZB auf den Weg gebracht wird. Frau Lagarde besänftigte dann gleich, sprach davon, na, Taper ist ja keine, Entschuldigung, eine Reduktion des Q, nicht QEs, sondern des PPPs, nee, wie heißt denn das Ding? PEPs. Des PEPs, Verzeihung, des PEP-Programms, also dieses geldpolitischen Paketes, welches dort im an Anlehnung an das an die Corona-Pandemie zwecks Stabilisierung der Finanzmärkte verabschiedet wurde, letztes Jahr bereits, was eben weiterhin läuft. Das würde sie nicht als Taper bezeichnen. Ich frage mich, was das dann sein soll, wenn man die Anleiheaufkäufe reduziert, wie man das dann bezeichnet. Aber wir haben auch gelernt, das war noch unter Mario Draghi vor einigen Jahren, da hieß es dann plötzlich, wir hatten wir hatten keine deflationäre Tendenz mit einer Inflation, die unter Null lag, ja, oder Zahlen, die da mit minus 0,1, 0,2% veröffentlicht worden sind. Nein, das war einfach eine negative Inflation. Ja. Also das ist dann Wortklauberei, aber unterm Strich verkauft man das dann eben dem Bürger in Anführungsstrichen derart. Gut, also wie auch immer geartet, dass die EZB hier in dieser Konstellation sehr unwahrscheinlich eine Zinsanhebung auf den Weg bringt, das steht außer Frage. Das hatte heute früh auch der, ich will das mal kurz hier zeigen, das hatte der Bond Trader hier geschrieben. Da schreibt er, hallo Jens, das mit den Zinsängsten halte ich für etwas übertrieben. Also ich hatte das in der DAX-Betrachtung, hatte ich das aufgegriffen, wie gesagt, Inflation, Inflation, Inflation und dergleichen. Die Inflation ist ja schließlich hausgemacht, steht außer Frage, und von der EZB gewollt. Man bereitet ja schließlich schon seit vielen Jahren den Weg dafür, durch den geldpolitischen Stimulus.
Die EZB wird jedenfalls die Zinsen nie wieder anheben und wir wissen ja auch warum. Also zwecks eben Finanzierung der Schulden in der südeuropäischen Peripherie ganz besonders. Ich wette mit dir, dass die EZB auch 2020 nicht die Zinsen erhöhen wird. Völlig egal, wie hoch die Inflation sein wird. Top die Welt gilt. Fällt mir sehr schwer, jetzt die Gegenseite eben einzunehmen, weil er ganz explizit, das ist smart gemacht, weil er ganz explizit auf die Zinsanhebung seitens der EZB verweist. Aber, also ich würde einen schlechten Trade machen, wenn ich jetzt sagen würde, top, die Wette gilt, ich gehe davon aus, dass sie den Leitzins anheben wird. Das wird nicht passieren. Sie wird den Leitzins definitiv nicht anheben. Ich sehe auch noch nicht, dass sie ihre Anleiheaufkäufe in irgendeiner Form reduziert. Aber für anziehende Zinsen ist das auch gar nicht essentiell nötig, denn der Markt, der hat gestern eine ganz klare Reaktion darauf gezeigt. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. 10-jährige deutsche Zinsen. Das ist jetzt ein Stundenchart, aber wir gehen mal hier auf die 5-Minuten-Ebene, da können wir das ganz gut erkennen. Und auch heute. Das waren die Äußerungen von Frau Lagarde, 14:30 Uhr. Das war die Pressekonferenz. Wir hielten uns verhältnismäßig stabil. Also es kam alles wie erwartet, wurde das veröffentlicht. Wir lagen um minus 0,16% auf 10 Jahre. Und dann haben wir eben hier diesen Lauf gesehen in Richtung minus 0,1 und heute auch minus 0,9. Hier an der Stelle. Also, das heißt, wir bewegen uns weiterhin im Bereich dieser Hochs und diese Reaktion seitens des Marktes, also diese anziehenden Zinsen, die resultieren ja nicht daraus, dass die EZB jetzt in irgendeiner Form hier eine Zinsanhebung in Aussicht stellt, sondern weil der Markt einfach sagt, halt mal, also wenn Inflation ein derartiges Thema ist, dann will ich ja natürlich auch entsprechend höhere Zinsen haben für meine Anlagen in beispielsweise deutschen Bonds, um dem Umstand Tribut zu zollen, dass ich einen entsprechenden Kaufkraftverlust mich gegenüber sehe. Das heißt also, ob die EZB den Zins anhebt oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Unterm Strich bleibt stehen, dass die Marktteilnehmer im Hinblick auf die Inflationserwartung, wie ich das schon mal sagte, aber auch im Hinblick auf den Zins einfach früher oder später sagen werden, also entweder zahlt mir jetzt höhere Zinsen oder ich vertraue dem Euro in Anführungsstrichen nicht mehr und verkaufe den, was dann sich entsprechend weiter an Abschlägen im Euro natürlich auf breiter Front widerspiegeln würde. Und demnach besteht hier durchaus eine Möglichkeit, dass die Zinsen anziehen, trotz des Umstandes, dass eben die EZB in dieser Konstellation gar nicht aktiv wird. Vielleicht wird sie sich irgendwann mal gezwungen sehen, in irgendeiner Form diese Kapitalabflüsse, die infolgedessen einsetzen, dann irgendwie einzudämmen durch Zinsanhebungen, um diesem Umstand eben Kaufkraftverlust durch galoppierende, vielleicht sogar Inflation entgegenzuwirken. Aber es ist auf jeden Fall erstmal so, dass wir seitens der EZB nichts erwarten sollten. Nichtsdestotrotz eine entsprechend scharfe Reaktion, also nicht hier den Break unter die 1580 mit entsprechend weiteren Abschlägen Richtung der 15er-Region zu sehen bekommen haben, sondern stattdessen innerhalb relativ kurzer Zeit fast 1 Cent höher zum US-Dollar notiert wurden und heute früh, obwohl heute früh war es gar nicht, das war gestern Abend noch, ne? Wir sind gestern Abend ein bisschen Gefilde hier um 1, ja, 18 Uhr, roundabout, fast 1,17 sind wir gelaufen. Jetzt sehen wir allerdings, dass hier entsprechend eben sich dann doch so ein Überrollen wieder abzeichnet und wir diese Aufschläge, die wir gestern post oder während und dann auch nach der EZB-Sitzung mit Frau Lagarde gesehen haben, dass die eben wieder abverkauft werden. Dass wir eben wieder zurücksetzen in jetzt die Gefilde hier, um eine ehemalige Widerstandsregion, die wir gestern haben, überwinden können. Das ist so die 1650er-Region, eventuell ein Stück weit tiefer, das sind die 1620er-Region. Aber was abzuwarten bliebe natürlich ist, ob wir gegen diesen Bereich jetzt wirklich auch wieder aufsetzen und long anziehen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass die gewählte Rhetorik seitens Lagarde oder seitens der EZB auch in ihrem Statement hier eher Misstrauen schürt in Bezug auf den Euro. Deswegen fällt es mir sehr schwer, gegen diesen Bereich mich long zu positionieren. Natürlich wäre denkbar, dass wir mit dann entsprechend einem zum Beispiel Deal, Stimulus-Deal, querstrich fiskalpolitischem Stimulus seitens der US-Regierung vielleicht eine Abwertung des US-Dollar zu sehen bekämen, was allerdings nicht durch Euro-Stärke getragen würde, sondern eben hauptsächlich durch US-Dollar-Schwäche, dass es da vielleicht dann zu einem kurzen Flush nochmal oder Pop auf der Oberseite kommt, wo wir dann eben über die 1,17er-Marke ziehen, aber ich wäre hier grundsätzlich sehr vorsichtig, ob ich gegen diese Region wirklich long positioniert sein wollte, könnte mir eher vorstellen, dass wir einen Großteil dieser Aufschläge wieder abverkaufen und eher in den kommenden Stunden bis dann zu Beginn der kommenden Handelswoche wieder unterhalb von 1,16 notieren. Ändert aber nichts am Umstand, wenn wir das jetzt mal weg vom Research-Bereich oder globalen makroökonomischen Einschätzungen zurück in Richtung Trading eben tatsächlich bringen. Das bedeutet also etwas anders formuliert. Wir haben hier Euro-US-Dollar, der einfach eher weiteren Abgabedruck sehen sollte, wie gesagt, Richtung der 1,16er Gefilde. Und infolgedessen
aus volatilitätstechnischer Sicht auch nicht, wiederum nicht glaubte, dass sich sowas unbedingt attraktiv handeln ließe. Also so will ich es mal formulieren. Also ich möchte hier an der Stelle ungerne eigentlich mich positionieren, selbst wenn ich jetzt zu einer bullischen Einschätzung käme und sagte, naja, die Zinsen, besonders wenn die 10-jährigen deutschen Zinsen hier sich eher wieder aufdrehend präsentieren und dann diese Region rausnehmen, um diese 0,7er Hochs, die wir hier vor rund einer Woche markiert haben. Ich will das mal ganz kurz zeigen, also das ist nicht zu unterschätzen. Das letzte Mal, dass wir in positivem Territorium getradet haben, in 10-jährigen deutschen Zinsen, das war hier in 2019 im April. Also das ist fast 3 Jahre her, 2,5 Jahre als aktuell. Es ist denkbar, dass wir infolge dieser anziehenden Inflationserwartung auch weiter deutsche anziehende Zinsen sehen, die natürlich dann in Verbindung mit vielleicht einem weiteren Überrollen, sofern sich der Inflationsdruck in den USA erstmal nicht weiter beschleunigt, wovon allerdings auch nicht unbedingt auszugehen ist, dass das Zinsdifferenzial sich zunächst kurzfristig jedenfalls in Richtung Euro attraktiver darstellt und es dann zur Kapitalumschichtung von US-Dollar zurück in Euro kommt. Das muss nicht unbedingt ein fundamental gerechtfertigter langfristiger Trade sein, aber es ist zumindest mal in der Lage, den Euro-US-Dollar dann deutlich zurück über 1,17, vielleicht sogar zurück in Richtung der 1,20er-Region zu befördern. Ich bin allerdings diesbezüglich sehr skeptisch. Also man sollte es ein bisschen im Hinterkopf behalten, aber nichtsdestotrotz, ich gehe eher davon aus, dass wir über kurz oder lang wieder zurück in Richtung und unter die 1,16 laufen, als dass wir eben hier den bullischen Drive von gestern, der sich hier kurzzeitig herauskristallisiert hat, weiter fortschreiben können. Und das ist ein interessanter Gedanke. Also das System bricht, wenn die 10-jährigen deutschen Anleihen ins Positive kippen. Also viel Raum haben wir da nicht mehr auf der Oberseite. Sind wir mal gespannt. Also wie gesagt, der Inflationsdruck, das ist genau nämlich der Punkt. Also wenn wir den nicht in der Lage sind zu containen, also einzufangen, ich glaube, dass dann im Hinblick auf deutsche Zinsen das noch eine relativ unspektakuläre Entwicklung eben tatsächlich ist. Ich glaube, was dann interessanter wird, ist dann zu schauen, wenn wir mal hier auf zum Beispiel, ich gehe mal kurz Indicators, Countries, gehen wir mal auf Italien zum Beispiel. Guck mal, Money, Interest Rate. Ja, okay, naja, das ist natürlich Quatsch. Guck mal, eben Central Bank Balance Sheet. Das ist der Euro Interest Rate. Hier zieht die Inflation auch an. Ich guck mal kurz. Gibt es nicht? Okay, dann machen wir das mal kurz hier. Ich will mich dir mal die italienischen Zinsen zeigen. Italian 10-Year. Haben wir das? iShares, hier ist die. Moment, Italien, Italy vielleicht? Besser. Ja. Hier sind nämlich mal die Zinsen 10-jährige. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja, das ist der Bond. Nee, den will ich nicht. Einen Moment. Ich will den Zins haben. Italy. Italy 10. Hier sind die Yields. Das ist, was ich haben wollte. So, die notieren bereits über 1%. Also gestern, das war ganz interessant, das ist allerdings ein potenzieller, ja, nennen wir es mal Mini-Flash-Crash vielleicht, der sich hier herauskristallisiert hat, was auch immer, das ist ein Mispricing. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Zinsen 10-jähriger italienischer Bonds, dass die wieder deutlich am Anziehen sind. Und diese anziehenden Zinsen, besonders wenn wir hier diesen Bereich rausnehmen, um 1, was sind 1,15, 1,16% und hier darüber weiter bullisches Momentum aufnehmen, die könnten durchaus unangenehm werden, beziehungsweise Liquiditätsengpässe nach sich ziehen, denn anziehende Zinsen in Verbindung mit dem Government Debt to GDP, welches mittlerweile bei 156% liegt. Also das heißt, das lag schon dramatisch hoch, hat aber jetzt natürlich nochmal eine massive Extension gesehen durch die ganzen Corona-Maßnahmen und die fiskalpolitischen Stimuli und dergleichen. Wir haben hier massive Schuldenstände angehäuft, in Italien dann. Also das ist Italien. Wir können das gleiche Spiel natürlich auch spielen mit Ländern wie zum Beispiel Spanien. Da wird man eine ähnliche Entwicklung sehen. Wir können da einfach mal durchklicken. Moment, Debt to GDP, Deutschland, deutlich angestiegen, hat sich eigentlich so ein bisschen, ja, stabil präsentiert über die letzten Jahre, Schulden abgebaut und dann eine entsprechende Schuldenexplosion. Keine Überraschung hier. Spanien, wo haben wir Spanien da? Debt to GDP,
sind wir jetzt bei 120, auch massiver Anstieg. Also hatte sich eigentlich durch die Austeritätspolitik und dergleichen schon relativ stabil präsentiert, unterhalb von 100 Prozent. Jetzt sind wir bei 120%. Das sind italienische Level in Anführungsstrichen. Noch von vor einigen Jahren. Wen haben wir noch? Italien, Spanien hatten wir jetzt. Frankreich können wir mal einen Blick drauf werfen. Hier können wir auch noch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Und da sieht man nämlich auch hier dieser massive Schuldenanstieg. Diese massiv angestiegenen Schulden sind dahingehend problematisch, also nicht, dass sich das nicht schon seit geraumer Zeit herauskristallisiert hat, aber diese Schuldenstände sind dahingehend dramatisch, weil sie natürlich mit gleichzeitig korrespondierend anziehenden Zinsen einhergehen. Das heißt also, um diese Schulden hier abzutragen, ist ein Vielfaches der jüngst auf den Weg gebrachten Wirtschaftsleistung, sofern sie überhaupt vorhanden ist und nicht, dass irgendwelche in Anführungsstrichen Fake-Zahlen sind, wovon ja tatsächlich auszugehen ist, dass diese Zahlen geschönt sind. Also vertraue keiner Statistik, die selbst gefälscht hast, das wird der ein oder andere ja durchaus kennen, diesen Spruch. Da stellt sich dann schon die Frage, wie man sich genau vorgestellt hat, dass dieses Vertrauen, besonders in den Euro, auch ausgehend von der aktuellen Situation politischer Natur und dergleichen, wie dieses eben wiederhergestellt werden soll. Und zwar nicht nur im Hinblick jetzt auf anziehende Zinsen, sondern weiter wirtschaftliche Gesundung, sondern wir müssen uns natürlich auch immer vor Augen führen, Vertrauen in die Politik, in das Establishment ist essentiell wichtig, um beispielsweise auch Geschäftsentscheidungen auf den Weg zu bringen, Unternehmen zu gründen und entsprechend eben dann Investitionen zu tätigen, Leuten Arbeit zu geben und dergleichen. Sind wir ganz ehrlich. Würde mich jetzt einer fragen, ob ich eine Geschäftsidee hätte, würde ich sagen, ja, habe ich. Würde ich die aktuell umsetzen? Nein, würde ich auf gar keinen Fall. Ich weiß ja gar nicht, wo es in den nächsten 4, 5 Jahren hingeht. Also die aktuellen totalitären Strukturen, die wir etablieren, die jeder sehen kann, ja, also und da kann man sich ja nicht einfach verschließen, kann ja nicht einfach sagen, ja, du verharmlost irgendwie die Vergangenheit oder dergleichen. Das ist ja albern. Ne? Also was wir hier ganz klar erkennen können, ist, dass offensichtlich eine Machtstruktur seitens eben der Regierungen im europäischen Raum rund um den Globus fast eigentlich schon etabliert wird und eine massive Unterdrückung von Menschen stattfindet. Also entweder du spielst nach unseren Regeln oder aber wir wissen dafür Sorge zu tragen, dass du deine Familie nicht mehr ernähren kannst. Alleine die Diskussion, meine Überlegung. Wir haben eine Diskussion, dass du ausgehend von deinem Gesundheitsstatus als Option in einigen Bundesländern Supermärkten zugestehst, dann nur Geimpfte oder Genesene zuzulassen und Ungeimpfte nicht. Also das ist eine Option, das stelle man sich mal vor. Also das lasse man mal auf sich wirken in einer ruhigen Minute. Das ist an Boshaftigkeit, ist das nicht mehr zu übertreffen. Ja, und genau diese totalitären Strukturen, wenn du merkst, das System, in Anführungsstrichen, wir kommen jetzt mal zurück, wir fassen das mal sehr grob, der Deckel, den du versuchst auf dem Topf zu halten, weil sich dieser Schuldentsunami beginnt immer höher aufzutürmen, während zeitgleich Inflationssorgen steigen und dann auch entsprechend die Zinsen steigen, die es dir unmöglich machen, diese Schulden abzutragen und auch das Vertrauen in das Gesamtsystem zu erhalten. Dieser Druck, der sich dort aufbaut und früher oder später zu einem Überkochen führen wird, den irgendwann wirst du den Leuten nicht mehr ein X für ein U vormachen können. Und das ist dann der Moment, an dem du eben zu Zwang übergehen musst und andere Mittel und Wege auf den Weg bringst, um eben den Topf auf den Deckel zu halten. So könnte man das im großen Gesamtkontext, könnte man das eben zusammenfassen. Und das spürst du, ne? Und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich gerade initial sagte. Das sollte man aber unabhängig davon betrachten, auch wenn es jetzt missbraucht wird seitens der Eliten, um diesen Druck aufzubauen und diese Repressalien auf den Weg zu bringen und dieses Gehorsam einzufordern. Das ist unabhängig von gesundheitlichen Fragen. Die sollte man mit Personen seines Vertrauens klären. Und das ist eben genau das, wo wir jetzt gerade eben hier ja, einen entsprechenden Konflikt sehen. Einen Konflikt sehen, der ja, dann eine Möglichkeit gibt. Und das ist dann wahrscheinlich das, wie man da was Positives draus ziehen kann. Es ist ein Druck, der aufgebaut wird, der dich aus deiner Komfortzone herauszieht, an dessen du dann wachsen kannst. Denn nur dann, wenn du dich aus deiner Komfortzone heraus begibst, bist du in der Lage zu wachsen. Kommen wir zum Trading zurück. Jetzt wird man sagen, das hat auch nichts mit Trading zu tun, das hat alles mit Trading zu tun. In dem Moment, wo du zum Beispiel, ich hatte gestern ein Tutorial einlaufen lassen im Hinblick auf Snap, war ein profitabler Trade, das war super. Ich habe überhaupt keinen Grund in irgendeiner Form eigentlich skeptisch zu sein oder mich nicht zu freuen. Aber trotzdem habe ich festgestellt, ich war zwar zu klein. Ne? Ich muss hier Size zunehmen. Ich muss größer sein in dem Trade. Und genau, ich muss mich hier aus meiner Komfortzone herausbewegen, um wachsen zu können. Und das ist deswegen auch eine Chance. Das ist nicht nur eine Entscheidung, die man zu treffen hat, sondern es ist vor allem eine Chance, die es einem ermöglicht, wachsen zu können.
Gut, zurück zum Thema. Also, wie gesagt, Schuldenstände und dergleichen anziehende Zinsen. Und genau das ist nämlich jetzt nur die Frage, die sich herauskristallisiert. Gestern, man hat es zwischen den Zeilen gehört. Ich glaube, das Vertrauen auch in die EZB grundsätzlich, das wird mehr und mehr unterminiert. Das zeigt sich aber auch seitens der Fed beispielsweise. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, hier gerade eine entsprechende Brücke zu schlagen zu den gestern veröffentlichten Zahlen. Kommen wir nämlich mal zu Apple, kommen wir mal zu Amazon. Ich gucke mal kurz, ob ich die beiden hier schon offen habe. Nee, habe ich noch nicht. Einen Moment, ich mache mal kurz Apple auf. So, und ich mache noch ganz kurz Amazon auf. Wir haben gestern Zahlen veröffentlicht. Das wird hier nicht ersichtlich. Apple an der Stelle eigentlich mit bullischen Vorgaben in diesen Earnings Release gestartet. Man kann erkennen weiter eine ganz klare Aufwärtsstruktur, die erkennbar ist. Aber in der Nachbörse sind wir dann sehr, sehr stark unter Druck geraten. Und während wir hier im Bereich um 150 geschlossen haben, haben wir dann in der Nachbörse einen entsprechend scharfen Abwärtsimpuls gesehen. Ich mache das mal ganz kurz hier auf. Den Kollegen nehme ich mal raus. Und den Kollegen hole ich wieder rein. So, da kann man sehen, in der Vorbörse handeln wir bei 147 Dollar die Aktie. Beziehungsweise hier auf 5-Minuten-Basis kann man auch gleich sehen. Mach das mal hier zu. Zack. Volumen drunter. Zack. Potenziell heute auch ein heißer Titel vielleicht sogar. Also Apple könnte durchaus interessant werden, sofern wir unter hier diesen Bereich um 147 setzen. Also hochliquider Titel natürlich. Das ist durchaus eine Aktie, die sollten wir auf dem Schirm haben. Sollten wir unter die 147 brechen und uns unterhalb konsolidieren, ist denkbar, dass wir bis in Richtung 144 verkauft werden. Ja, also wo kommt dieser bärische Impuls her? Er kommt daher. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe jetzt hier so viele Tabs aufgemacht. Das ist Amazon. Das ist auch Amazon. Hier, da kommt Apple. Also, und zwar sind gestern Facebook ist hier. Okay, also Apple hat gestern Zahlen rausgebracht, die inline waren, in Anführungsstrichen. Also das heißt, wir sehen hier den Earnings per Share 1,24 Dollar gegen 1,24 Dollar erwartet. Revenue 83,36 Milliarden gegen 84,689. iPhone Revenue unterhalb dessen, was erwartet wurde. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ein ganz wichtiger Verweis, der hier war nämlich, da habe ich es geschrieben, in dem Tweet gestern bei mir, im Twitter-Feed, also gestern Abend noch, Supply Constraints worse than expected in Q4. Also, das heißt, die haben ausgehend eben von den Lieferkettenunterbrechungen, haben die hier entsprechend ihre Guidance dann auch für das vierte Quartal nach unten genommen. Also das heißt, die sehen auch zum Beispiel Chipmangel und dergleichen. Ne? Das macht sich bemerkbar. Und in dieser Konstellation eben ist es so, dass das natürlich auch dann auf die Gewinnmarge durchschlägt. Das ist besonders etwas, was im Hinblick auf Amazon hier ein Thema geworden ist. Dazu gleich nochmal mehr. Also das ist grundsätzlich eine relativ schwache Guidance. Anziehende Inflation, die sich sowieso bemerkbar macht im Hinblick auf den oder höhere Preise, die zu zahlen sind für die jeweils zu verarbeitenden Hardware in diesem Bereich. Das ist eben etwas, was sich hier jetzt grundsätzlich auf den Quartalsbericht auswirkt. Bis dato, bis hierhin jedenfalls. Und selbst wenn wir jetzt das Gap Down nehmen und in Gefilde um 147 setzen sehen, also wir sehen ja, wir können immer noch, selbst bei diesen jetzt ersten vorbörslichen Indikationen, können wir ja erkennen, dass wir diese Region hier zumindest halten können. Also das ist so der Bereich um 147. Allerdings sehen wir eben auch, sollten wir diesen Bereich unterschreiten, könnte schon eine tiefere Korrektur mindestens bis in diese Gefilde um 144, darunter vielleicht sogar bis 138 denkbar werden. Und somit dazu führen, dass wir diese Trendlinie nochmal testen, diese blaue Trendlinie. Außer Frage steht auf jeden Fall, dass wir hier nach dieser relativ scharfen Gegenbewegung jetzt diese Trendlinie eher tendieren dürften zu brechen. Also wenn wir um 147 eröffnen, dann müssen wir zügig über 150 zurücklaufen, um dann in dem Zusammenhang eben diesen negativen Impuls abzufedern. Sollte das nicht gelingen, und ehrlich gesprochen ist davon so ein bisschen auszugehen, dann muss ich sagen, mit Bruch der 147 habe ich durchaus die 144, vielleicht sogar dann die 138er Region auf dem Schirm. Das ist ein hochliquider Titel, also das bedeutet, das muss nicht zwangsläufig alles in einem Tag laufen. Wir reden da auch jetzt hier, also wenn wir die 138 als übergeordnetes Ziel vielleicht in der kommenden Handelswoche und somit die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung hier thematisieren, da haben wir dann in dieser Konstellation eventuell, also nicht eventuell, sondern da haben wir Abschläge von den derzeit vorbörslichen Niveaus hier von 10 Dollar, was dann entspricht
etwas zwischen 5 bis 7% Abschläge tatsächlich. Das wird bei solch einem hochliquiden Titel wie Apple, wird das nicht innerhalb von einem Tag laufen, außer das übergeordnete Bild auch. Das ist eine sogenannte Market-Aktie, trübt sich dann entsprechend ein. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass das rein technisch durchaus eine Option darstellt. Amazon ist nochmal ein Stück weit schlechter weggekommen. Trading-technisch nicht annähernd so attraktiv wie Apple eigentlich. Also, um das mal ganz kurz einzuordnen, wie ich zu diesen Aussagen komme. Gehen wir mal kurz auf Finviz. Mal kurz hier auf Apple. APL. So. Da sehen wir durchschnittliches Volumen. 74,28 Millionen Stücke, die da pro Tag umgehen. Gestern alleine 100 Millionen Stücke gehandelt. Also, da ist ausreichend Liquidität vorhanden. Bei Amazon sieht das ganz anders aus. Hat sicherlich auch mit der Schwere des Titels natürlich zu tun. Da sind wir hier bei durchschnittlich gehandelten 3 Millionen Stück, was immer noch erstaunlich ist, wenn man sich vor Augen führt, dass wir hier eine Aktie haben, die bei 3.500 Dollar notiert. Gestern sind 5,7 Millionen Stücke umgegangen, aber liquiditätstechnisch haben wir mit Sicherheit Apple einen attraktiveren Trading-Kandidaten. Aber wir sollten trotzdem auf Amazon eingehen, weil Amazon eventuell vor einem nicht ganz so prosperierenden Zukunft stehen könnte. Sofern sich nämlich das Cloud-Business früher oder später mal durch die auch dort wachsende Konkurrenz eben als nicht mehr so ertragreich herauskristallisiert. Also wir haben ja schon hier das war im Juli, Anfang Juli, haben wir den Bruch hier auf neue Allzeithochs gesehen und dann kamen die letzten Earnings, das war hier Anfang August, haben wir ein relativ scharfes Gap gesehen. Ich ziehe mal hier die Kollegen, nehme ich mal kurz raus. Abgabedruck, das heißt, wir haben damals hier von Niveaus um 3.600 Dollar, haben wir eben den Abgabedruck gesehen, der uns in Richtung der unteren, dann in dem Fall Region dieser Mini-Range geführt hatte. Das war so der Bereich 3.200 Dollar, 150, $200 von da an einem Bounce zurück nochmal in Richtung dieser Hochs. Und jetzt wird es ganz interessant. Wir haben zwar dieses Gap fast schließen können, welches wir hier durch die Earnings gerissen haben, aber sind von dort nochmal in Richtung der Tiefs gelaufen. Sicherlich auch, ja, erneuten Bounce gesehen. Aber nichtsdestotrotz, es beginnt sich jetzt nach diesem kurzen Ausbruch hier auf höhere Hochs, der da stattgefunden hat Anfang Juli, eine Sequenz fallender Hochs herauszukristallisieren. Und besonders durch die gestrigen Earnings und den Umstand, dass wir nochmal, ich zeige das auch hier, jetzt in Gefilden um 3.280. Also auch hier kann man erkennen, die Aktie bei 3, 4, 40 Roundabout aus dem Handel gegangen, kommen die Earnings rein, bumm, 2,50. Also das heißt, wir haben hier innerhalb von einer Kerze haben wir $180 verloren. Das ist natürlich bei einem Titel von über 3.000 Dollar jetzt kein Riesen-Move, aber nichtsdestotrotz zeigt, dass die Tendenz da eher auf der Unterseite liegt. 2,50 bringt uns also unter dieses Tief, welches wir hier am 25. ausgebildet haben, das war am Montag, und aktiviert potenziell zunächst einmal mindestens diesen Bereich hier um diese untere Range-Begrenzung, eventuell sogar ein Bruch unter die 200, vor dem wir stehen, welcher dann sogar den Weg öffnet in Richtung der ganz breit gezogenen unteren Range-Begrenzungsbereich 2.900 Dollar. Ja, und was hat dazu beigetragen und warum spreche ich von sich eintrübendem Geschäftsbild? Und wir haben hier ein Revenue gesehen von 110,8 Milliarden gegen 111,8 Milliarden. Also das heißt, eine Milliarde unter der Erwartung geblieben. Earnings per Share auch fast schon enttäuschend. $6,12 gegen $8,71 erwartet. Allerdings, das hat dann zwischen den Zeilen, also das war alleinstehend schon eigentlich ein Grund, hier so ein bisschen Sorge zu haben. Aber das ist wirklich beunruhigend. Das ist die sogenannte Operating Margin by Segment. Also, was hier Zero Hedge macht, ist, er zeigt die sogenannte Profit Margin. Mal ganz kurz zeigen, zwecks Definition, Profit Margin, Wikipedia. So, gibt es noch einen eigenen Artikel zu und den gibt es bestimmt auch auf Deutsch. So, das ist die Gewinnspanne. Ja, also nicht jetzt überraschend, aber hier nochmal im Hinblick auf diejenigen, welchen, die sich damit ein bisschen detaillierter beschäftigen möchten. Betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Aussagen über die Rentabilität von Unternehmen macht. Und was er jetzt hier macht, ist, dass er hier einfach diese international aufbereitet. Wir haben fünf, also nicht, dass das immer positiv war, ne? Das ist ganz wichtig, dass wir das berücksichtigen, aber es gab jetzt einfach mal ein Umfeld, in dem diese Gewinnspanne sich fortwährend profitabel international dargestellt hat. Und was wir jetzt eben in diesem Zusammenhang sehen können, wenn wir diesen Cloud-Service AWS nicht hätten, dann wären wir eben tatsächlich im Hinblick auf den übergeordneten Profit, wären wir sogar
negativ. Also das heißt etwas anders formuliert, wir sehen kontinuierlich, dass das stark wachsende Geschäftsmodell Amazon an der Stelle eben Einbußen verzeichnet. Und das hat sicherlich mehrere Gründe. Also ein Grund ist mit Sicherheit, dass die Leute zum Beispiel vielleicht weniger zu Hause shoppen. Also initial könnte man sagen, naja, eigentlich die ersten Quartale waren ja super, stay at home. Und in dem Zusammenhang, ja, was soll ich machen mit meiner ganzen Freizeit? Dann gucke ich mal bei Amazon und bestelle und bestelle und bestelle und dann werden mir Kartons, Kartons, Kartons geliefert. Jetzt ist die Sache allerdings die, jetzt macht sich das eventuell erstmalig auch dahingehend bemerkbar, diese Pandemie oder die da auch aufbauenden entsprechenden Maßnahmen, Lockdown und dergleichen, dass die Leute plötzlich feststellen, so viel Geld habe ich eigentlich gar nicht über. Beispielsweise durch anziehende Inflation. Also Kaufkraftverlust ist deutlich erkennbar. Die Preise für bestimmte Güter, die ich vorher bei Amazon bestellt habe, in dem Fall, fangen an, eben sich auch zu erhöhen, infolge eben der höheren Rohstoffkosten oder sonst dergleichen. Vielleicht habe ich meinen Job verloren, vielleicht sind die entsprechenden sozialen unterstützenden Gelder seitens des Staates und dergleichen jetzt hinfällig, ich bekomme keine mehr. Wie auch immer geartet, Fakt ist auf jeden Fall, dass sich das jetzt hier auch bei solchen Giganten wie Amazon dann beginnt eben entsprechend be bemerkbar zu machen und das Unternehmen nur noch durch diesen Cloud-Service, also ich will das mal ganz kurz hier zeigen, ja, AWS für diejenigen, welchen, die es nicht wissen, AWS. Wikipedia. So, auch dazu gibt es natürlich, das ist der Amazon Web Services. So, ist ein US-amerikanischer Cloud Computing-Anbieter, der 2006 als Tochterunternehmen von Amazon gegründet wurde. Zahlreiche populäre Dienste wie beispielsweise Dropbox, Netflix, Foursquare oder Reddit greifen auf die Dienste von Amazon Web Service zurück. 2017 stufte Gartner AWS als führenden internationalen Anbieter im Cloud Computing-Bereich ein. Ist natürlich ein mittlerweile relativ hart umkämpftes Gebiet. Also in dem Zusammenhang wird sich der ein oder andere vielleicht an den Börsengang von Snowflake erinnern, wo ja Warren Buffett interessanterweise letztes Jahr auch aktiv geworden ist. Snowflake ist auch in diesem Gebiet, in diesem Bereich tätig. Also Snowflake hat sich erstaunlich gut gehalten, übrigens, post seines Earnings. Wir haben damals ja, als das Unternehmen an die Börse gegangen ist, so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ob man eigentlich bei solch einem starken, bei dem hohen Konkurrenzdruck in diesem Bereich, ob diese Bewertungsniveaus, die wir damals zu sehen bekommen haben, ob die sich überhaupt, ob die gerechtfertigt sind, sondern einen aberwitzigen Lauf hier in den Jahresschluss hinein, der uns teilweise um $400 pro Aktie geführt hat, kollabierten dann und da zeichnete sich schon so ein bisschen ab, naja, vielleicht sind die Vorschusslorbeeren doch jetzt größtenteils aufgebraucht und jetzt sehen wir eben seit nunmehr eigentlich am Mai, ja, so roundabout, sehen wir eben eine sehr, sehr starke Aufwärtstendenz, die uns deutlich zurück über $300 geführt hat und fahren wir auch mal hier zurück, um das einfach mal konkret einzufangen. Snow. Oh, Moment. Snow. Marktkapitalisierung mittlerweile über 100 Milliarden, trotz des Umstandes, dass die Firma kein Geld verdient. Bis dato jedenfalls nicht. Aber offensichtlich ein sehr, sehr stark wachsender Bereich, bei dem, wie gesagt, auch Warren Buffett tätig war, was dann diesen Börsengang damals extrem heiß werden hat lassen, weil man sich gesagt hat, eigentlich ist Warren Buffett bekannt, ein verhältnismäßig konservativer Anleger zu sein, Investor zu sein und sich dann in so einem Cloud-Computing-Bereich plötzlich zu tummeln, das überrascht. Also das hat er dann auch entsprechend schon dafür gesorgt, dass der IPO damals massiv überzeichnet war und dergleichen. Aber kommen wir zurück zu AWS an der Stelle. Also Fakt ist auf jeden Fall, ohne AWS sieht es für Amazon ausgehend von den sich deutlich eintrübenden wirtschaftlichen Aspekten ziemlich trüb aus. Und das ist etwas, das sollte man im Hinterkopf behalten, denn das ist natürlich dann auch in der Lage, auf dem breiten Markt sich auszuwirken. Also wir haben hier mit Apple auch dann hier diesem Verweis, ich gehe mal kurz zurück, so, wo haben wir was? Hier, mit Apple, Supply Constraints worse than expected für Apple-Produkte à la Couleur in diesem Zusammenhang. Und dann auch jetzt der anziehende Inflationsdruck, Unterbrechung der Lieferketten und dergleichen im Hinblick auf Amazon. Alles das in Kombination deutet darauf hin, dass wir vielleicht ein bisschen doch sehr viel Optimismus eingepreist haben seitens des Marktes, dass wir vielleicht doch ein bisschen sehr viel Optimismus hatten im Hinblick auf eine Rückkehr zum gesellschaftlichen, querstrich wirtschaftlichen Normal. Und das ist durchaus etwas, was
besorgniserregend ist. Also ich will jetzt nochmal, ich will jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwie den großen Crash an die Wand zu malen, aber nichtsdestotrotz, ich bin mal gespannt, wie sich das in den kommenden Tagen auswirkt. Also aktuell bin ich nicht mehr ganz so optimistisch, besonders jetzt nachdem eben, wie gesagt, Apple, Amazon solche Quartalszahlen vorlegen. Wenn sich das kombiniert mit dann auch zunehmender Sorge, Skepsis im Hinblick eben dann beispielsweise auf zunehmenden Inflationsdruck, die Zinsen weiter anziehen, vielleicht dann auch früher oder später infolge dann sich auftürmender Sorgen im Hinblick auf zum Beispiel Zahlungsausfälle von kleinen Unternehmen hier besonders in der europäischen Peripherie, der Bankensektor beginnt irgendwie in Schwanken zu geraten. Das sind alles weiter durchaus Themen, die konnten bis jetzt klein gehalten werden. Es könnte aber sein, dass das böse Erwachen jetzt folgt, nachdem wir lange Zeit die Augen verschlossen haben vor dem, was dort für Entwicklungen stattfinden, also nicht nur gesellschaftlich-politisch, sondern auch jetzt wirtschaftlich, und dass das eben dann dazu führt, dass wir eben hier eventuell doch eine schärfere Korrekturbewegung früher oder später eben erwarten sollten. Allerdings nochmal, bis jetzt ist nichts passiert. Es ist ein kleiner Pull-in, es ist eine kleine Sorge, die sich irgendwie manifestiert. Ich habe noch keinerlei übergeordneten Gründe, in irgendeiner Form längerfristige Portfolios nochmal stark abzusichern oder dergleichen, davon auszugehen, dass hier der nächste große Crash kommt oder sowas. Das geht weit, weit über das hinaus. Also das sollten wir in solch einen Quartalsbericht nicht hinein interpretieren. Vorsichtig die Mutter in der Porzellankiste. Nichtsdestotrotz, saisonal bleiben wir übergeordnet bullisch und infolge dann auch hier der aktuellen Gegebenheiten. Und solange wir im Falle jetzt vom S&P, ich bin jetzt hier oben nochmal auf die Stunde, kurzfristig ganz besonders oberhalb von 4.550 Punkten notieren, sehe ich eigentlich relativ wenig Gründe, warum ich nicht davon ausgehen sollte, dass wir uns hier früher oder später in Richtung dann 4.6 und auch höher bewegen und vielleicht sogar zum Jahresschluss dann anklopfen, mindestens an die 5000er Marke eben tatsächlich. Vorausgesetzt, wie gesagt, diese Struktur kann gehalten werden. Sollten wir die brechen, sollten wir die 4,55 brechen, dann könnte eine tiefere Korrektur anstehen, die allerdings auch erstmal nur eine Korrektur bis in Gefilde um 4.500 Punkte denkbar macht. Was allerdings die Wahrscheinlichkeit eines Runs im DAX dann in Richtung Allzeithochs und über die 15,8 natürlich deutlich reduzieren würde. Da bleibt es dabei, nochmal ganz kurz hier final, da bleibt es dabei, alles, was unterhalb von 15,6 stattfindet, jetzt robben wir uns nochmal in Richtung der Tagestiefs, ist eher mit Sorge zu beäugen. Ich hatte das gestern schon gesagt, wenn wir gegen die 15,6 nicht aufdrehen, sondern zurück in diese Range hier zwischen 15,4, 50, 15,5 und 15,6 rutschen, neutralisiert das das Bild, reduziert deutlich die Chance einer dann kommende Woche Attacke auf die 15.800er Region. Sollten wir sogar in der nächsten Woche unter die 15,4 rutschen, dann könnte sogar nochmal Abgabedruck sich anschließen, der uns deutlich tiefer eben korrigieren lässt. Könnte getragen werden durch die US-Märkte. Schauen wir mal, was Apple, Amazon heute im US-Handel eben aus den gestrigen, wenn auch schlechten Earnings eben tatsächlich machen. So, final noch ganz kurz ein Blick hier einmal auf Gold, beziehungsweise auch nochmal auf Silber. Eigentlich nichts großes Spektakuläres passiert. Gold haben wir einmal hier. Gold handelt weiter. Es war knapp unterhalb der 1800er Marke, aber immer noch mit Potenzial über kurz oder lang hier eine Attacke auf diesen Bereich 810, 815 eben zu starten und dann auch einen Breakout auf den Weg zu bringen, der uns in Richtung hier dieser Region führt. 800, 830, 835 ist es hier an der Stelle. Derzeit hält Gold mit Sicherheit weiterhin der anziehende Zins zunächst einmal zurück, beziehungsweise, ich zeige das mal ganz kurz, ich gebe mal hier ein Real Yield Fett. Können wir noch mal kurz einen Blick drauf werfen. Also das heißt, hier haben wir jetzt im Moment, ich gucke mal eben, 10 Jahre, sind jetzt bei minus 1%. Das war gestern der letzte Print, der gemacht worden ist. Wir sehen auch, dass das tatsächlich die niedrigsten Niveaus sind innerhalb dieser Woche. Also mal kurz schauen. Ja, letzte Woche Freitag lagen wir bei knapp drunter, bei minus 0,98 hier an der Stelle. Also was wir hier machen, ist auf 10 Jahre, wir gucken uns im Grunde genommen an, Inflationserwartung abzüglich der Zinsen, beziehungsweise die Zinsen abzüglich der Inflationserwartung. Und wir wissen, dass Gold sehr stark positiv eben zur Realverzinsung korreliert ist, beziehungsweise negativ dazu korreliert ist. Also wenn die Realverzinsung kontinuierlich fällt, also das heißt entsprechend eben die Inflationserwartung steigt, während die Zinsen stabil bleiben und somit dann immer weniger oder immer mehr Kaufkraftverlust, anders formuliert, auf den Weg gebracht wird, real. Das ist etwas, was bullisch für Gold wirkt an der Stelle. Es ist nicht gesagt, dass die Inflationserwartung ansteigt, denn wenn zeitgleich die Zinsen ansteigen und die Realverzinsung
nahezu konstant oder stabil bleibt, dann hat das keine bullischen Auswirkungen auf Gold. Also das ist mal berücksichtigenswert, wenn jemand sagt, naja, Gold ist ein Inflationshedge. Gold ist ein Hedge gegen die negative Realverzinsung oder eine negativere Realverzinsung. Das ist ganz wichtig. Aber 10 Jahre, wie gesagt, hier stabilisieren sich um minus 1%. Das erklärt dann auch, warum Gold hier derzeit Schwierigkeiten hat, weil die Inflationserwartung, auch wenn sie derzeit auf allen Kanälen läuft und jeder Notenbanker gefühlt darauf eingeht, aber zumindest aktuell nicht weiter anzieht. Und das ist eben etwas, was Gold davon abhält, hier derzeit deutlich über die 810 zu brechen und dann den 830, 835er Bereich anzunehmen. Solange diese Trendlinie hier gehalten werden kann, 87 ist das letzte relative Tief, bin ich grundsätzlich weiter positiv. Kann mir eben vorstellen, dass so ein Break bevorsteht. Mal schauen, ob der heute noch auf den Weg gebracht wird. Vielleicht müssen wir noch die nächste Woche abwarten. Ich muss allerdings gestehen, ich möchte auch ein klares Signal erstmal haben, bevor ich mich long positioniere. Also ich wäre jetzt nicht unbedingt willens, hier mich long zu positionieren in Erwartung eines Breaks höher, sondern das übergeordnete Bild ist nicht so klar, dass ich hier jetzt willens wäre, da Kapital mentaler Natur eben zu binden. Das Gleiche gilt auch im Hinblick auf Silber. Also Silber hat weiterhin hier eine Konsolidierung. Ich finde ehrlich gesprochen, auch wenn das jetzt hier relativ neutral anmutet, aber das ist eine weiterhin recht starke Performance. Können wir eigentlich rausnehmen, die Trendlinie. Das ist weiterhin eine relativ starke Performance. Sollten wir den Bereich besonders um 23, 80, 24 halten können, sollten wir ganz besonders, nochmal ganz kurz groß, sollten wir ganz besonders hier diese kurzfristige Abwärtssequenz in der Lage sein, nach oben aufzulösen. Also diese Trendlinie hier zu brechen und dann auch möglichst oberhalb von 24,20 uns zu halten, dann wäre Silber von der Long-Seite nochmal definitiv attraktiv und einen Blick wert. Erstmal positiv ist zunächst einmal, dass wir hier die 23,80 anlaufen und halten können. Also das war jetzt hier heute früh, kurzer Spike auf der Unterseite, wieder zurückgekauft. Jetzt nehmen wir die 24 wieder aufs Korn. Mal schauen, erstmal. Schluss oberhalb, Wochenschluss wäre ein erstes positives Signal. Wochenschluss oberhalb von 24,20, da würden die Bullen mit Sicherheit, ich sag mal, mit der Zunge schnalzen. Also das wär ein Traumschluss. Mal gucken, Wirtschaftskalender ist dünn, aber das sollte man auf jeden Fall so ein bisschen im Hinterkopf behalten, diesen Bereich. Und das wäre es soweit meinerseits tatsächlich heute zum Morning Meeting erstmal gewesen. So, dann verzeiht mir bitte nochmal, dass ich euch als mentalen Kummerkasten zu Beginn des Webinars genutzt habe. Wie gesagt, hat aber gut getan. Also ich glaube, Flow war doch schon da. Also man kann merken, dass das doch ein bisschen befreiend war tatsächlich. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das viele Menschen bewegt. Ich habe festgestellt, wie gesagt, jetzt mit verstärkter Zeit, das fängt an, wieder deutlich Druck aufzubauen, sich aufzubauen. Im Hinblick jetzt auch auf die nächsten Monate eben tatsächlich. Man weiß nicht so wirklich, was kommt. Und es macht da durchaus Sinn, dann vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen, tief einzuatmen, mal versuchen, den Geist zu clearen, in Anführungsstrichen. Einfach mal mit jemandem zu sprechen, dem man wirklich vertraut, der was von der Materie versteht. Der kann da wirklich schon, ja, Horizont erweiternd eben tatsächlich dann sein. Man sieht das dann mit einem gesünderen, mit einer gesünderen Distanz, beziehungsweise mit einer entsprechenden Einschätzung, basierend auf wirklich Expertise. Und ja, am Ende bleibt es aber dann eine Entscheidung, die jeder für sich, glaube ich, selber trifft in dieser Hinsicht. Aber es hat, wie gesagt, es hat gut getan. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, happy trading. Passt auf eure Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Wir hören uns Montag wieder, 10:30 Uhr, um hier dann einen Blick auf die Märkte, auf den Wochenschluss zu werfen. Und ja, soweit also meinerseits. Wie gesagt, happy trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.